Ich weiß nicht, ob es in der Beta immer noch so ist. Ich fand vorher cool, wenn du Schafe so Sachen abgegrast haben. Ja, das war ja eine Idee, aber leider hat er es nicht reingenommen. Die Monsterfalle kommt als nächstes. Aber das war eine gute Idee mit den Schafen, dass sie das abgrasen, aber die haben ja danach gleich wieder neue Wolle bekommen. Das wäre ein bisschen stumpf gewesen. Sperrst du da so ein Schaf ein, lässt dort Erde wachsen, dann frisst das Schaf Erde, du schlägst es, damit das Wolle verliert und dann wächst da gleich die Wolle wieder nach. Ja, das wäre nichts geworden, glaube ich. Aber was ich lustig finde, wenn Schweine vor dir wegrennen. Das ist echt. Ja. Mit ihren knuffigen kleinen Nasen. So. Nein. Gott, zusammen haben wir viel zu viel. Um die Zuschauer jetzt nicht so sehr zu langweilen. Was machst du? Ich hab mir einmal 20 Glas geholt, damit ich den Cube beenden kann. Okay. Ich habe jetzt keine Lust, Glas jetzt wieder rauszugehen und dann. Wir können ja dann das Glas, was du da dir ercheatet hast, dafür können wir dann wegwerfen. Oder? Was ja. So. Warte, ich komm zu dir hoch. Ich möchte den feierlichen Moment miterleben und filmen. So, warte, im F1. Nein, ich schubst mich runter. Ja, sorry. Das hat bei mir kurz geleckt. So, jetzt. Wo sind wir hier? Ich halte ihn in der Kinokamera fest. Es ist. Warte. Vollbracht. Setz das letzte Stück ein. Fail. Mein Scherz. So, vollbracht. Der Cube ist vollendet, Leute. Eines der Großprojekte in unserem Let's Play Together ist jetzt schon mal beendet. Aber erstmal bevor wir jetzt kurz den Cut machen, möchte ich die Skelette aus unserem Cube holen. Oh, warum sind da unten zwei Stück? Kann ich, verprügel ich jetzt mit dem Stock. Aber er holt sich voll viel Bambus ab, weil die direkt in den Bambusfeld sind. Tot. So, jetzt wird. Außer spawnen hier drin irgendwelche Skelette. Kommt ja, du musst noch die Wand da wieder zumachen, wo du rausgegangen bist wegen dem Sand. Okay, hast du nicht zugemacht? Nee, ich habe ja keine Glasplatten dabei. Okay. Dann kommt ihr wohl hier rein. So, und jetzt sind wir am Luftabschluss. Genau, wir haben es geschafft. Lustig, jetzt kommt hier nichts mehr rein. Unsere eigene kleine, sichere Welt. Übel. Also Leute, ich würde mal sagen, verabschieden wir uns dann. Jo. Gehen wir ins Haupthaus, ey. Ich schaue noch einmal kurz nach den lieben Hühnchen da unten. Jupp, sind wieder ein paar Eier da, und zwar 9 Stück. Oh, wie viele Eier wir haben. Gut, dann würde ich mal sagen. Verabschieden wir uns hier unten. Ja genau, hier unten mit dem Blick auf die gequälten Hühnchen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, Project Key LP und... Tschö. Hallo Leute, mein Name ist Project KLP und X-White. Okay, Schluss mit Schwuchtel sein. Also ich glaube, das war die schlimmste Ansage, die wir je gemacht haben. Ever, auf jeden Fall. Also Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Mein Name ist Project KLP und X-White. Wir machen weiter. Wir sind, glaube ich, gerade ein bisschen zu gut drauf. Kann das sein? Nö, ich nicht. Pipapo. Oh yeah. Oh. Oh, ich krieg. Oh ja, stimmt, ja, wir sind ja hier völlig geschützt. Wir haben Hammer, oder? Nee, ja, hier kommen überall Zombies raus. Hier ist ein Creeper drin. Ja, das bist du. Nein, da ist wirklich ein Creeper drin. Echt? Ja, danke. Fail. Ja, ich hab's doch gesagt. Ja. Ich hab zuerst gedacht, du willst mich mal wieder verarschen. Okay, dann müssen wir vielleicht mal die Wand ablaufen und schauen, ob wir doch irgendwo noch Löcher sind.
Ansonsten müssten wir hier noch alles irgendwie ausleuchten, wenn hier echt noch Creeper spawnen. Ich glaube, bei der Pilzfarm sollten wir mal ausleuchten. Dort sieht es auch ein bisschen dunkel aus. Geht eigentlich. Nee, hier kommt. Ja, okay. Ansonsten, jetzt müssen wir vielleicht mal den Glaskasten. Augenblick, abkaufen. Augenblick. Ich habe auch noch das Mafia-Texturpack drin gehabt. Ey, du darfst doch nicht unser neues Projekt verraten. Meine Güte. Wer hat was von einem Projekt gesagt? Das stimmt. Ich hätte echt mal Bock, so ein Mafia 2 Texturepack zu erstellen. Wäre bestimmt lustig. Irgendwie schon. Ist aber auch verdammt viel Arbeit. Stimmt, was wollten wir noch machen? In die Mine? Nein, müssen wir gar nicht. Boah Gott, erinnere mich nicht dran. Haben wir oben eigentlich noch Rohstoffe drinnen liegen? Nee, gar keine mehr, ich glaube nicht. Ja doch, da ist noch Glas drin in den Öfen. Ach so. Ach, da meinst du. Aber ich meinte, im Lager haben wir gar keine Rohstoffe mehr. Ja doch, im Lager haben wir noch viel zu viel. Zu wenig, ey. Wo lebt? Halt, boah, wie viel Kohle hier ey, beim Schmied ist, ey. Dann können wir wieder runter in die Mine, wenn du Bock hast. Moment. Dann erkunden wir den Rest, weil dann Craft. Ach scheiße, wir haben ja immer noch kein Holz. Ich will kurz ein bisschen Holz abbauen für Stöcke. Ich bin gerade dabei. Gut, dann helfe ich dir mal. Ich will erstmal alle Bäume abholzen und dann neue pflanzen, weil die sollen wieder in geregelter Reihenfolge stehen. Jupp, können wir machen. Immer dieser Franz, ey. Kennt man ja. Den Schwuppalle. Du meinst wohl den Schnuckerle. Ich meine den Schwuppalle. Mein Vaters Haus, das war schwäbisch. Oh ja. Ja. Hat uns unsere Deutschlehrerin heute erklärt. Mein Vaters Haus? Apropos Leute, heute ist, falls ihr euch mal fragt, wie alt die Folgen so sind, heute ist der 4. Oktober, gestern war der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Ja. Also ihr könnt euch da mal ausrechnen, wenn ihr die Folge hier seht, wie alt die Folgen dann alle schon sind. Ne? Irgendwie schon. Like this way before, yes I swear, this is true. Ich sollte vielleicht mal in Erwägung ziehen, bei DSDS mitzumachen, bei RTL. Ja, das ist ich richtig. Ich stehe auf Hartz IV Fernsehen. Ja, da gehörst du hin eigentlich. Das stimmt, das passt zu dir. Gott, ich muss jetzt mal hier, komm, wenn ich schon dabei bin. Options, Video, Settings, na, wo ist es? Graphics, fancy, ah, schon viel besser. Ach, endlich wieder durch die Blätter durchschauen, ey. Man kann durch die Blätter durchschauen? Yep, wenn du die bei Graphics auf Fancy stellst. Also bei dieses... Graphics? Yep, da ja, steht doch Fast und dann... Ja. Ah, wesentlich besser. Es führt aber für irgendwie bei der 1.8 schnell zu ruckeln. Ja. Das ist richtig nervig. Das sollte Notch Rap mit der 1.9 dann beheben, diese Ruckler. Notch meinte ja, oder Jeb meinte natürlich, denn Notch kann ja nichts, außer Burger essen, gesunde Burger, dass die 1.9 und 1.10 ja nur quasi Vorversion von der fertigen Release sein soll irgendwie. So. Und dass er solche ja Bugs in Anführungszeichen dann nach der Final Release irgendwie, also die Performance, dass er die dann erst anpasst. Ach so. Hauptsache erstmal noch Geld abzocken von so kleinen Kiddies, die denken, dass Minecraft auf ihren PCs läuft. Ja, ja. Ey, du pflanzt die Bäume auch wieder falsch. Ich pflanze die gar nicht. Ach die so. Waren alle schon. Okay, dann war der falsch gepflanzt. Ich dachte, du hättest die gepflanzt. So. Ja, tu mir. Oh, ich habe ja meinen Joe-Skin noch drinne. Ich weiß, egal. Zumindest habe ich ganz vergessen gehabt. So, jetzt sind alle Bäume wieder in regelmäßiger Reihenfolge. Gut, gepflanzt. Ich tu mal die restlichen. Sepplings da rein. So, Wut haben wir auch wieder genug. Ich hab noch ein Stack. So, dann tu das mal alles in die Holzkiste, dass wir sehen, was wir haben. So, ich tu da auch mal ein paar Sticks wieder craften. Und dann crafte ich mal ein bisschen Kohle, nein, Fackeln. Ich bin ein Aerodactyl. Das bedeutet?
Aerodactyl ist ein Pokémon. Ah. Ja. So. So, komm her, kriegst ein Stack Fackeln von mir für die Höhle. Brauch ich nicht, geh du mal kurz erstmal alleine im Moment. Ich brauche aber bald wieder eine neue Spitzhacke. Ich mache mir am besten noch mal ein paar Eisenspitzhacken. Okay. Ich bin dann mal kurz niesen, ne? Ja, ja. Ab in die Mine. Den Creepern hinterher. Stimmt. Den Creepern hinterher. Wow, ab in die Mine. Ich bin ein Japaner. Bist du auch ein Japaner? Nein, bin ich nicht. Was bist du dann? Bist du Koriander? Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Meine Maus hat gerade einen Wackelkontakt gehabt. Ich hab mir gerade schon gedacht, was schlägst du da auf dem Tisch rum? Also, bist du Koriander? Ja, bin ich. Okay. Das freut mich. Hab ich endlich einen Artgenossen gefunden. Hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Was machst du da zum Teufel? Ach so. Ab in den Süden, den Creepern hinterher. Wow. Ich hab doch die Warps noch, / Warp Höhle 3. Boah. Mach lieber Warp Exo. Warum? Weißt du, ERTP Exo? Nein. Ja, ich Warp. hab hier ist nämlich noch Kohle und alles, was ich nicht abgebaut hatte, deswegen. So. Und Eisen ist ja auch noch massig. Wir brauchen Eisen. Wir haben auch noch nicht genug Kohle. Das weißt du doch. Haben wir auch nicht. Du weißt doch, ich bin ein geldgeiler Sack auf YouTube. Ja, bist du auch. Ich gucke jeden Abend mindestens 4-mal nach, wie viele neue Abonnenten ich habe. Hammer, dann rechnest du das Geld mit dem Taschenrechner zusammen, oder? Übel, dann rechne ich mir mit meinem japanischen Taschenrechner aus, wie viel Geld das geben könnte, wenn ich YouTube-Partner werde. Ist das so? Mit meinem Sony-Taschenrechner. Ja, ist doch so. Oder mit meinem Toshiba-Rechner. Ja, genau. Boah, leck. Jetzt sitzt du auf deinem Gucci-Stuhl mit deinem Prada-Bildschirm und dem Predator GTS nebendran. Ja, genau. Mit 16 GB Arbeitsspeicher, wie viel hatte der? Auf jeden Fall viel zu viel, oder? Ja. Der hat ja, glaube ich, 4 Grafikkarten oder so. Wer, was, wo? Dieser Predator, oder wie der heißt. Auf jeden Fall 2 hat er auf jeden Fall. Lass im Ernst, wer braucht 4 Grafikkarten? Ich wollte mal eine zweite holen. Ja gut, eine zweite ist ja okay, aber wer zum Teufel braucht 4 Grafikkarten? Das war abgesehen davon, dass du so schlechte Grafikkarten hast, dass jede davon gerade mal 512 MB hat oder so. Toll. Ja, nur mal jetzt abgesehen. Also Fallout New Vegas brauchst du schon ein paar Grafikkarten. Ja gut, Fallout New Vegas. Wie viele? Was für Ansprüche hat denn das Game? Nein. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchst du. What the heck? Um auf ultimative Grafik dazu spielen, brauchst du schon 3-4 Grafikkarten. Beispiel ist so verbuggt noch gewesen, also das ist so viel gefressen. Ich mit meinem PC hab's nicht geschafft, nur auf hoch. Dreckige Skelette, wie ich die Viecher hasse, ey. Das waren mal Menschen. Oh Gott, da ist ein riesiger Lavasee. Ich sehe jetzt schon, dass ich da reinfalle auf der Flucht von dem Creeper.
Boah, nee, habe ich jetzt wieder eine Schlucht gefunden, oder? Boah, nee, ich habe eine Mega-Schlucht gefunden, ey. Noch eine neue? Ja, ich mache hier erstmal... Oh Gott, da oben steht ein Creeper rum. Oh mein Gott. Lieber kleiner Creeper-Mann, bitte bleib da oben. Hey, lieber kleiner Versicherungsmann. Jetzt werden wir wieder gehatet. Ich hate dich doch schon. Ach, du bist also immer der, der die Daumen runter gibt bei unseren Videos. Ja, genau, ich bin das. Meine eigenen Videos mache ich Daumen runter. Übel, weil du dich so scheiße anhörst, gell? Hammer. Aber auch bei meinen anderen Videos zu den Trailern mache ich immer Daumen runter. Ach ja. Erstmal ohne Witz, welches hobbylose Kind erstellt sich auf YouTube einen Account, nur um andere YouTuber zu haten? Ich? Ja, bei dir weiß ich es ja schon lange. Hammer. Ich brauche noch ein paar neue Spitzhacken. Ich finde, Notch sollte den Gravel-Bug irgendwie nicht beheben. Ach, den Bug meinst du? Hm. Also, dass da dieser, dass man unter den runterfallenden Gravel-Fackeln platzieren kann und, ja. Ey, warum hast du die Baumstümpfe jetzt weggemacht? Oh, ich habe gedacht, ich kann die weiter craften, deswegen. Ich benötige die eigentlich für die Häuser, um die zu vervollständigen. Sorry. Hey, musst du mir beim nächsten Mal sagen, weil ich dachte, du warst zu faul, das weiter zu craften, deswegen. Nein, dieses Mal nicht. Ich habe noch die Sättel zum Schweinereiten drin. Oh mein fucking Goodness. So, ich könnte wetten, dass es gleich von hinten wieder irgendwo Zisch macht. Zisch? Weil ich habe hier nämlich irgendwo, weil ich habe hier einen Mega-Lavasee. Ah, ich habe doch hier gerade schon wieder irgendwo eine Spinne schluchzen gehört. Lass heute aber nicht eine allzu lange Aufnahmesession machen. Nö, nö. Up in the Y. Ab in den Lavasee. Ja, der Lava hinterher. Joas geht. Boah, ist weh, der fängt jetzt an, jetzt seine Ruckler, also seine Ruckelattacken zu bekommen. Dann raste ich wirklich aus. Da hinten ist Eisen. Ich hätte mir vielleicht einen Wassereimer mitnehmen sollen. Wäre vielleicht klug gewesen, oder? Ja. Hier sind doch bestimmt irgendwo Diamanten, oder? Oder auch nicht. Es gibt doch das Gerücht, dass hinter Erde oft Wasser ist in Höhlen. Kann sein. Aber ein Gerücht, das oder ein Mythos, das, den kann ich ja bestätigen. Also hinter Gravel verbirgt sich meistens eine neue Höhle. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist von Notch oder ob das einfach nur Zufall ist, aber... Oder hinter Gravel verbirgen sich auch oft Rohstoffe. Das ist irgendwie voll komisch. Ich habe mal hinter Gravel 8 Diamanten gefunden. Das ist viel. Leo, was geht? Boah, ich höre hier 1000 Zombies heulen. Oder, ja, ächzen. Oh Gott, wieder einen dunklen Höhlenabschnitt. Ja, Creeper und ein Skelett. Die tanzen Cha-Cha zusammen. Und der nächste Creeper steht natürlich gleich dahinter bereit. Das ist immer gut. Doppelt hält besser. Ja, komm's. Ja. Ist er. Autsch, fast tot. Dreckiges Hurensohn. Skelett. Und dreckiger Bastard Creeper. Ja, danke schön. Fail. Du kleiner Bastard Creeper. Was machst du da eigentlich mit dem Dorf? Es reißt es ab, weil wir wollen ja weiterziehen. Nein, das ist doch nicht. Der Witz war gut. Reißt das Lass jetzt neu ab und bauen es irgendwann neu auf. Eyo, was geht? Alles Creeper frei.
Gott, hier ist so ein riesen unnatürlicher Dungeon-Raum. Boah, schon mal vorher, es gibt ab der 1.9 gibt's, um, wie Notch es sagt, Adventure-artiger zu machen, gibt's Creeper-Spawner. Ja, witzig. Naja, ein so ein Viech explodiert und der Spawner ist am Arsch. Tja, kannst keine Monsterfalle bauen. Ja. Och, nur wieder so eine Riesenhöhle. Aber ich hab da doch gerade... Ach, egal. Ich verschwöre, dass ich da gerade grüne Füße gesehen habe, aber diese ignoriere ich jetzt einfach. Meine grünen Schimmelpilzfüße? Ja, na klar. Ich meine Fußpilz? Nein! Warum war schon wieder? Zum Glück habe ich 40 Brote dabei. In Wirklichkeit. Ich trage auch immer in Wirklichkeit 40 zusammengebundene Brote mit mir rum. Ja, ich auch. Wer nicht? Weil ich meine, wenn ich U-Bahn fahre, verhungere ich ja auch, wenn ich mal eine Stunde lang nichts gegessen habe. Deshalb bin ich auch so richtig fett, ne? Ich wiege 280 Kilo. Ja, ach. Ich kann kaum noch atmen. Du schwitzt auch immer, wenn du die Maus klickst, oder? Boah, Mann, ich hab gerade wieder einen Schweißausbruch. Ich trockne mir gerade die Stirn ab mit einem völlig durchweichten Handtuch. Ich dachte mit einem Schinken. Ich glaube, ich krieg Paras langsam. Ich höre es dauernd irgendwo zwischen. Das wird dann Paras. Boah, da ist doch gerade was lang gelaufen. Nee, doch nicht. Ich sag ja, ich krieg langsam meine Paras, habe ich so das Gefühl. Ja, ist ja jetzt schon, wie oft noch? Der Arzt kommt gleich. Du machst mir wirklich Angst. So. Ah, da ist noch Kohle, die ich übersehen habe. Du hast da Kohle übersehen. Autsch. Du hast Kohle übersehen. Nein. Ich stimme mich schon mal ein. Kohle, 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 Schuppidu, Kohle, ist gut, reicht und reicht nochmal. Gleich kommt so, dieses Video wurde in folgenden Ländern gesperrt. Alle, aufgrund eines Copyright-Anspruches von Gong Kiddies. Hammer. Ich muss ja auch sagen, ich guck Gronkh eigentlich gerne, ja. Kann man nichts gegen sagen. Er ist ganz lustig eigentlich, aber die Kiddies da von ihm da nerven, ey. Ich glaube, er blamiert sich auch schon richtig für die ganzen Kiddies. Ja. Also ich persönlich würde mich an seiner Stelle für die ganzen Kiddies blamieren. Die ganzen Kiddies immer mit, bescheiße, du bist nicht Gronkh. Du bist doch nicht Gronkh. Aber wo gestern hat jemand auf meinem Hauptkanal, also auf dem ehemaligen Hauptkanal Project Key, ne, den allerersten Blog bekommen. Was hat denn gemacht? Hat einen Kanalkommentar gepostet mit OMG, so ein Noob. Ja, gehe ich auf dem sein Profil, was sehe ich? Ja, Herkunft, irgendwie Kurdistan oder sowas. Und dann, Schulabschluss Hauptschule, habe ich mir schon gedacht, ja, das sagt ja eigentlich schon alles. Hammer. Keine Diskriminierung von Hauptschülern. Ich habe ja eigentlich auch nichts gegen Hauptschüler, muss ich auch mal ehrlich sagen, aber sorry. Ich habe noch was gegen Pascal. Warum denn? Er testet doch immer so liebevoll die Lava vor. Ja, ist aber Hauptschüler bestimmt. Nee, er ist Realschüler. Soweit ist er schon gebildet. Ach, die Opfer müssen. Die haben ja heute Neigungsgruppen gehabt. Fahrradfahren, also Franz war auch dabei. Ah. Franz hat bestimmt nach 10 Metern schlapp gemacht. Ja, ist mal wieder klar. Typ mit unter Franz. Obwohl er mit dem Mofa nebenher gefahren ist, wahrscheinlich. Hammer, genau. Er hat sein Fahrrad motorisiert. Er hat bestimmt so zwei Pedale an seinem Mofa rangeklebt. Ja, genau. Nö, das ist mit Fahrrad, Alter, ey. So, oder? Bestimmt. Auf jeden. Ey, Alter, das ist mein Fahrrad. Was willst du? Kurdistan, ey. Oh, schneller ab, du Wichser. Oh, Luft, 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 Luft. Ah, es kommt in kein Haus mehr rein. Da geht die Höhle doch weiter. Ich
höre doch hier irgendwo Zombies auf diesem kleinen unterirdischen Bach, See, was auch immer das hier sein soll. Ich mag Dirt. Hahaha, du magst es dirty. Ja, genau. Habe ich mal im Sport? Ich hoffentlich nicht, ich weiß gar nicht. Ah, die Schule, aber die schwule Begrüßung vorher, ey. Ich glaube, da haben wir wieder was geleistet, echt. Aber das war wirklich die peinlichste Begrüßung. Das haben wir vielleicht 20.000 neue. Ach, schon wieder Telefone, dann ja, ja, bis gleich. Moment. Ja, und dann ist er weg. Also Leute, jetzt nur um eins klarzustellen, wir hassen keine schwulen Leute. Wir sind selbst nicht schwul. Und keine Ahnung, wir wollten einfach mal eine neue Begrüßung ausprobieren. Naja. Ich hab mitgehört. Jupp. Wie du gerade Schwule beleidigt hast. Naja, auf jeden. Wow, wow, wow. Was cool ist da, ne? Naja, hinten läuft ein Creeper rum, oder? Ja, der ist ja gerade wieder verschwunden. Also langsam muss ich doch... Ach nee, da oben geht's ja noch weiter, oder was? Boah, nee, neuer Höhlenabschnitt. Suppi, Project Key freut sich. Wir die Creeper-Schlange stehen. Boah, ich hab doch gerade hier irgendwo so eine notgeile Spinne gehört. Ah, da unten, ich sehe die weißen Beinchen. Komm her, du notgeile Spinne. Die hat wenigstens 8 Beine, um dich zu berühren. Ja, komm doch hoch, du notgeile Spinne. Ich komm nicht runter. Guck, ich hab sogar das Wasser für dich. Also komm hoch, du notgeile Spinne. Wie oft willst du das noch sagen? Ja, die will nicht hochkommen. Diese dreckige Spinne, die hat genauso dreckige Gedanken wie du, ey. Ja, komm. Boot, 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 boot. Boot, 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 boot. Boot, 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 boot. Ja, braves Spinne, brav. Ey! Nee, ich hab doch da schon nicht wieder schon die nächste. Ach, das ist schon ein vorhandener Höhlenabschnitt. Aber. Ach, nö. Komm, schon langsam wird's ja langweilig, ey. Muss man ja mal so sagen. Boah, nee, 30 neue Höhlenabschnitte wird wirklich langsam langweilig. Hier müssen wir gar nicht mehr graben. Wir können unsere Pilzfarm erweitern. Aber was ich besonders scheiße finde, du läufst einfach mal durch diese verlassenen Minenschächte durch, findest da erstmal 5 Diamanten, ich laufe hier stundenlang durch so eine hässliche Höhle und finde nicht mal einen einzigen Diamanten. Ist übel, oder? Dafür finde ich massenhaft Kohle. Wer braucht Kohle? Ja, meine Diamantspitzhacke ist jetzt am Arsch. Uhahaha. Voll schnell ging das irgendwie. Ich glaube, man kann mit Diamantspitzhacken ja, glaube ich, nur 1260 Blöcke oder so abtragen, ne? Ich kenne mich damit nicht so aus. Auf jeden Fall weiß ich, dass Holzspitzhacken für gerade mal 22 Benutzungen reichen. Ach so. 22 Benutzungen. Wie zweideutig ich schon wieder denke, ist ja schlimm. Hammer. Machst du auch immer. Auf jeden. Immer wenn ich an dich denke. Nein, nee, 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 wir hören lieber auf. Sonst halten uns die Leute wirklich noch für schwul. Ich halte dich schon für schwul. Ja, ich dich auch. Ich denke schon die ganze Zeit, dass du stockschwul bist. Ja. Oh, hier unten sind braune Pilze. Soll ich die mitnehmen für dich? Nö. Okay. Die haben genug Pilze. Für Notch seine Magic Mushroom Farm. Ich verkleinere die Farm ein wenig. Oh nein.
Dann kriegt Notch nicht mehr genug Stoff. Ach nö. Nee, komm. Boah, ich hab doch da gerade schon wieder. Nein! Nein! Hör auf, du dreckiger Bastard! Bastardo! Doch, nee, das nächste Mal haben wir es ja unten wieder einen Spawn oder was? Also wie gesagt, langsam wird's ja langweilig, ey. Sag nicht schon wieder ein dritter Spawner, wäre total dumm. Ich sag dir, wenn ich Cobblestone finde, den ich nicht gebaut habe. Ach nö, gleich fängt er hier wieder an, vor Schmerzen rumzuschreien. Ach nee, Creeper. Komm, warte, ich lasse mich jetzt mal den Creeper kurz in die Luft jagen. Ja, komm, bitte, geh hoch. Dankeschön. Ich hab bisher gehört, ey. Ja, ich wollte nur kurz, weißt du, wenn ich tot bin, meine Items alle wieder aufsammle, dann habe ich wenigstens wieder von diesem Essenszeug volle Energie. Ach so. Deswegen. Komm her, ja, komm, sprech wie die Luft, Bastard. Wie geil es gerade kam. Ja. Wie lange hast du morgen überhaupt Schule? Lol, hier regnet es durch die Höhle durch, ist ja auch sehr schön. Lol. Ja, wie lange ich morgen Schule habe? 12 Uhr 10. Ach so. Schon Arbeiten geschrieben? Ja, ein Kurztest. Ja, ein Test ist keine Arbeit. Ja, Arbeit haben wir noch nicht geschrieben. Ihr? Nö, schreiben wir in nächster Zeit. Ach ja, stimmt, ihr habt ja 2 Tage mehr schon. Ihr habt ja schon 2 Tage länger Schule als ich. Opfer. Irgendwie muss ich da, was verstehe ich nicht mit den Herbstferien bei euch. Ich habe ja nachgeguckt, wann die mal in den Bundesländern losgehen. Wie ist das bei euch da irgendwie? Ist ganz komisch irgendwie. Bei uns fängt es irgendwie am Ende des Monats an, also dieses Monats, und dann bis 4. November oder 5. November, irgendwie sowas. Das ist aber weniger als eine Woche. Ich weiß, irgendwie sowas. Meine Mutter hat mich dazu gelabert, habe ich nicht wirklich zugehört. Weil generell haben wir hier zum Beispiel jetzt ja 2 Wochen, genau. Vom 24. bis 5. November. Ja, dafür haben wir Ferien, die es bei euch nicht gibt. Wir haben auch viele Feiertage, die es bei euch nicht gibt. Wir haben fast genauso viele Feiertage wie ihr. Wir können ja nachher mal offscreen. Kann ich ja mal in meinem wunderschönen Hausaufgabenheft nachschauen. Da stehen nämlich alle Ferien drin. Muss mir nur sagen, genauso, weil wir sind hier auch evangelisch und katholisch zusammengemischt, Nordrhein-Westfalen. Ja, ist bei uns auch so. Wobei bei uns mehr Katholiken leben als Christen. Das kann Vorteile und Nachteile haben. Also in Baden-Württemberg leben mehr Katholiken als Christen. Ja. Obwohl Martin Luther hier in Baden-Württemberg, naja, die Kirche gespalten hat eben. Hey, ich habe schon wieder über 1 Stack Eisen. Lol, wie viel? Oh, bin ich jetzt rausgekommen? Ach,